Als allererstes möchte ich dir gratulieren, dass du Selbstliebe in dir trägst. Denn du hast auf dieses Video geklickt und nicht auf irgendein Nachrichten- oder Gaming-Video, weil du dich um deine Gesundheit interessierst. Und das ist eine Ehre für mich, dass ich solche Menschen auf diesem Kanal akkumulieren kann. Herzlichen Glückwunsch. Ich möchte dir heute was ganz, ganz Spannendes erzählen, wenn du bis zum Ende des Videos dranbleibst. Heute soll es in diesem Video um ein Thema gehen, vielmehr um ein bestimmtes Organ, das meiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung bekommt. Ich spreche hier von einem Organ, das neben unserer Leber, unserer Niere mit zu den wichtigsten Entgiftungsorganen zählt. Nämlich unsere Haut. Unsere Haut ist nicht nur eine Schutzbarriere nach außen, sondern sorgt auch unter anderem für einen bidirektionalen, das heißt in beide Richtungen, Stoffaustausch. Und was man heutzutage auch nicht vergessen darf, viele Menschen verkleben sich ihre Haut mit nicht zielführenden Produkten und nehmen sozusagen ein Entgiftungsorgan aus dem Spiel heraus. Das wird nach diesem Video anders sein, wenn du bis zum Ende dranbleibst. Sie ist die Visitenkarte unserer Gesundheit, denn eine schöne Haut wird mehr denn je mit Gesundheit und Erfolg assoziiert. Hast du eine Ahnung, wie oft du täglich mit deinen Mitteln, die du dir beschaffen hast, an deine Haut gelangst? Deutlich öfter, als du zum Beispiel deine eigenen Vitamine einnimmst, oder? Trotzdem interessiert es viele Menschen nicht. Wie kann das sein? Ich möchte mit diesem Video wirklich einmal wachrütteln. Wenn man nicht die Quelle beseitigt, werden viele teure Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel oder allgemein der Lebenswandel immer nur Schadensbegrenzung machen müssen. Du wirst kaum davon profitieren, weil du die Giftstoffe nicht eliminierst. Neben Medikamentenrückstände, Schwermetalle, Mikroplastik sind Pflegeprodukte, was du schnell und effektiv ändern kannst, ohne Ausrede. Viele Menschen verstehen ja auch viele Inhaltsstoffe nicht, die auf ihren Pflegeprodukte drauf sind. Das erkläre ich am Ende nochmal gleich, worauf ihr achten könnt, ja. Daher haben wir ein Jahr lang geforscht und haben etwas herausgebracht, was es sicher die meisten schon kennen auf unserer Homepage. Es ist ein Standard, was es weltweit nicht mehr gibt. Diese Produkte, die wir dort entwickelt haben, die gibt es nur einmal mit diesen Standards. Ich kenne keinen Hersteller alleine schon, der nicht doch irgendwie Palmöl drin versteckt hat. Und was uns wichtig war, war ebenfalls liposomal und ohne Parabene, ohne Silikone, ohne Mineralöle, vegan und Bioöle, ja, Alternative. Ich habe dort etwas entworfen, was ich sagen kann, okay, da muss ich mir keine Gedanken machen. Eine Giftquelle weniger. Unsere liposomalen Pflegeprodukte, ihr könnt sie gerne mal testen. Ich gebe euch hier mal einen Code. Ja, das ist Pflege10. Ja, für kurze Zeit kriegt ihr da 10% auf das gesamte Pflegeproduktsortiment. Es ist wirklich sehr, sehr faszinierend, wenn ihr mal liposomale Produkte, also Pflegeprodukte vor allen Dingen auch probiert, wie schnell das einzieht. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Das ist wirklich sehr, sehr spannend, das zu erleben. Ja. Leider ist das, was wir in den gängigen sogenannten Pflegeprodukten finden, in den meisten Fällen so weit davon entfernt, einen wirklichen gesundheitlichen Nutzen für unsere Haut zu haben. In den meisten Fällen finden sich dann auch noch zusätzliche schädliche Inhaltsstoffe, wie zum Beispiel Parabene, Mineralöle und so weiter. Stiftung Warentest hatte bereits 2015 einen ausgiebigen Artikel dazu veröffentlicht und gezeigt, wie viele Kosmetika und Pflegeprodukte hochgradig beispielsweise mit Mineralölen belastet sind, die sogar weit über das übliche Konzentration hinausgingen. Daher wurde Folgendes aufgedeckt. Alle 25 getesteten Kosmetika waren mit kritischen Substanzen belastet, von denen einige sogar als potenziell krebserregend gelten. Und obwohl dieser Artikel mittlerweile schon 6 Jahre alt ist, gibt es immer noch Hersteller, die keinerlei Skrupel haben, Mineralöle, Parabene in unserer Hautpflege zu packen. Und warum? Weil es einfach günstig ist. Und warum? Weil unsere Gesellschaft das so will und bezahlt. Hauptsache billig. Es fängt schon an mit den Nahrungsergänzungsmitteln. Hauptsache billig, ist es ganz egal. Ja? Hast du schon mal einen Hersteller, den du sonst so konsumierst, außer Purazell gesehen, der auch wirklich Analysezertifikate hochlädt? Hast du das schon mal gefragt? Wisst ihr was? Ich möchte eigentlich, dass es gar keine Nicht-Bio-Lebensmittel mehr gibt. Ich möchte eigentlich, dass Bio ganz normal ist. Warum sollte man ständig akzeptieren, dass ein bisschen Gift, ein bisschen Pestizide, wie auch immer, ja, ein bisschen Eiter, ja, in der Milch, immer alles okay ist? Ja? Warum müssen wir das immer ständig akzeptieren? Es gibt auch kein Gremium, das mal sagt, was ist denn mit den Wechselwirkungen, mit dem Konglomerat, der daraus entsteht. Wenn wir ein bisschen Gift von da, von da, von da und von da, das ist wie ein Buffet, der du ständig entlang gehst und immer von da und da und da ein bisschen einsammelst. Aber was wird nur gemacht? Es wird nur ganz punktuell für einen ganz begrenzten Zeitraum nur geguckt, was passiert denn da. Aber Pflegeprodukte zum Beispiel nimmst du dein ganzes Leben lang. Ja, dazu gibt es überhaupt gar keine Studien. Ja, also es ist wirklich immer das Gleiche. Aber am schlimmsten finde ich, dass diese Stoffe sogar lange Zeit in Pflegeprodukten für Babys und Kleinkinder zu finden waren. Denn was viele nicht wissen, Parabene wirken im menschlichen Körper wie weibliche Hormone und können dadurch das sensible Gleichgewicht unseres Hormonhaushalts aus dem Gleichgewicht bringen. Und das kann nicht nur zu Stoffwechselstörungen und Krebs führen, sondern auch, steht im Verdacht, ja, die Fruchtbarkeit der Frau sowie bei dem Mann stark zu beeinflussen.
In einem Review hier, recht aktuell, 2018, wird hierzu ganz klar Stellung bezogen. Es gibt eine eindeutige Evidenz, dass Parabene mit den nuklearen Rezeptoren von Androgen, Östrogen, Progesteron, anderen hormonell wirkenden Substanzen interagieren. Mit anderen Worten, sie greifen in das sensible Gleichgewicht des Hormonkreislaufs ein. Es wird hier zwar ganz klar gesagt, dass dieser Effekt ausschließlich aufgrund der hohen Dosen auftraten, die in Tierstudien verwendet wurden und nicht mit den tatsächlichen Expositionen vergleichbar sind, die die Menschen ausgesetzt seien, aber sicher ausschließen kann man es auch nicht. Überlegt euch mal, wenn man das ganze Leben lang tut, gibt es dazu Studien? Interessanterweise konnte man in den Proben mehrere Brustkrebspatienten eine erhebliche erhöhte Ansammlungen von nicht abgebauten Parabenen nachweisen. Zufall, natürlich Zufall. Und gleichzeitig gibt es Hinweise, dass vor allem durch Störungen im Östrogenhaushalt die Entstehung von bestimmten Krebsarten begünstigt werden. In einem anderen Versuch konnte gezeigt werden, dass durch den Kontakt mit Parabenen die Proliferationsrate, das heißt die Teilungsrate von Brustkrebstumoren erhöht wurde. Mit anderen Worten, ihr Wachstum wurde angeregt. Ein Zusammenhang? Fragezeichen. Wie kann das aber alles möglich sein? Wieso dürfen solche hormonell wirkende Substanzen weiterhin in Kosmetika, Pflegeprodukte eingesetzt werden? Die Antwort lautet hier, die Dosis macht das Gift. Die großen Hersteller argumentieren damit, dass die Konzentration in der Kosmetik nicht ausreicht, um hormonell wirkend zu werden. Das seit 2014 hat die EU-Kommission auch eine entsprechende Regulation verabschiedet. Vernachlässigt wird aber hierbei der Fakt, dass sich diese Stoffe in nur kürzester Zeit in unserem Körper anreichern und wie am Beispiel der Brustkrebszellen gezeigt wurde, nicht in allen Fällen auch vollständig abgebaut werden. Und bitte, mal ganz ehrlich, es ist doch immer das Gleiche. Etwas wird so lange als sicher und unbedenklich eingestuft, bis die Beweislast zu groß wird. Ja? Dann wird reagiert oder reguliert und all die Stimmen und Kritiker, die schon seit Jahren gepredigt haben, werden mit keinem Wort mehr erwähnt. Ja? Es ist immer das Gleiche. Wer kennt das nicht? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Oder einen Daumen nach oben lassen dafür, dann weiß ich, dass ihr es auch kennt. In einer Reportage von Marktcheck von 2016 hat einer der führenden Wissenschaftlerinnen auf diesem Gebiet zusammen mit dem Reportern ein kleines Experiment ins Leben gerufen. Getestet wurde hierbei, wie schnell sich Parabene in unserem Körper anreichern bzw. nachweisbar sind. Das Ergebnis war auch hier wieder ernüchternd, denn die Testpersonen hatten schon nach 2 Tagen besorgniserregend hohe Parabenwerte in ihrem Urin. Was heißen denn jetzt diese Ergebnisse? Fast alle haben schon vor zu Beginn des Versuchs Parabene im Urin, aber nach dem Versuch haben sie zum Teil extreme Spitzenwerte. Hier zum Beispiel diese Person hat erst nichts im Urin, aber anschließend richtig einen sehr, sehr hohen Wert. Ja, und diese Person fängt schon beim Doppelten des Durchschnitts an, aber geht dann eben aufs 100-fache des Durchschnitts. Das ist einfach extrem. Und auch eine Übersichtsgrafik aus dem Review, das ich euch schon vorgestellt hatte, zeigt, wie belastet wir alle mittlerweile sind, vor allem Methylparaben, MEP. Dass ihr hier in der Karte rot markiert seht, ist mittlerweile wirklich weltweit in menschlichen Urinproben nachweisbar. Alles Zufall. Sogar bis in die Muttermilch haben es die Parabene schon geschafft. Dazu muss ich bloß nun wirklich auch noch mehr sagen. So, wir wissen nun, Parabene, Mineralöle sind echt nicht so cool, deswegen kaufen wir alle Naturkosmetik. Ja. Oder Produkte, auf denen ausdrücklich frei von steht. Weil damit sind wir ja auf jeden Fall auf der sicheren Seite und pflegen unsere Haut. Oder ist das auch nicht so ganz korrekt? Wir hören mal rein. Hydrogelmaske, Hyaluron, Megabooster, Soforteffekt, 100% mehr Feucht, 150% mehr Feuchtigkeit. Polstert von innen auf, füllt die Feuchtigkeitsdepots auf. Kandidat wirklich? Eigentlich nur oberflächlich. Stellen Sie sich eine Straße vor mit Pflastersteinen. Wenn die Pflastersteine auseinandergelagert sind, das ist die trockene Haut. So, jetzt kommen die Substanzen drauf, die die Feuchtigkeit bringen. Die Feuchtigkeit wird in die Fugen hineingebracht, das quellt auf und damit kriegen Sie eine glattere Haut. Wenn man das dauerhaft macht, dann ist es auch in der Haut so, dass durchaus die Pflastersteine etwas enger zusammengehen. Aber das ist rein oberflächlich. Sie gehen nicht an die Grundstruktur. Wie liegen die Pflastersteine auf und so weiter? Da können Sie gar nicht hinkommen. Das geht nicht. Wir erreichen mit herkömmlichen Produkten also immer nur die Oberfläche und niemals die tief sitzenden Schichten. Aber was passiert nun, wenn die Wirkstoffe wie zum Beispiel Vitamin C oder Hyaluronsäure nun liposomal verkapselt werden? Dazu möchte ich euch gerne folgende Studie zeigen. Wir haben ebenfalls liposomale Vitamin C-Serien oder Hyaluronserien. Ich finde das sehr, sehr spannend, ja, mal, wenn ihr es mal kurz euch anschaut. Das Schöne an dieser Studie ist, dass man hier 2 Sachen deutlich erkennen kann. Dass liposomale Wirkstoffe in tiefere Hautschichten eindringen können und zweitens die Wichtigkeit von Vitamin C als Antioxidant gerade auch in der Haut, was viele nämlich nicht wissen. Bevor ich aber nun die einzelnen Versuche und Ergebnisse dieser Studie vorstelle,
müssen wir uns kurz anschauen, wie die Haut im Allgemeinen aufgebaut ist. Man kann die Haut grob in drei Schichten aufteilen. Die obere Schicht ist die sogenannte Epidermis, Epi immer obendrauf. Die darunterliegende ist die Dermis, ohne Epi, nicht mehr obendrauf. Und ganz unten befindet sich die Unterhaut, die Subcutis. Normalerweise dringen Wirkstoffe nur bis zur Epidermis, also die oberste Hautzellen, vor. Durch unsere liposomalen Wirkstoffe können diese nun aber möglicherweise auch in tiefere Schichten, wie zum Beispiel der Dermis, gelangen. Das beweise ich euch gleich. Viele Menschen, das ist wirklich das Faszinosum, sie schmieren sich alles Mögliche auf die Haut, zum Beispiel auch große Makromoleküle wie Kokosöl und so weiter. Moment, du kannst Kokosöl auch gar nicht aufnehmen. Dein Darm muss das erstmal zerteilen, ja, in zum Beispiel Fettsäuren. Was viele nicht wissen ist, deine Haut ist kein Darm. Der kann dieses Fett gar nicht so spalten, damit es aufgenommen werden kann. Daher verweilt es und verklebt einfach nur deine Poren, dass du gar nicht richtig atmen kannst, deine Haut, und nicht suffizient mehr entgiften kannst, ja. Also, das ist bitte, das hat nichts mit Pflege zu tun, ja, ganz, ganz wichtig. In diesem Versuch wurden leere Liposomen auf die untersuchten Hautzellen aufgetragen, um zu sehen, ob diese in die tieferen Hautschichten eindringen können. Was sie, wie man hier sehen kann, auch konnten und sogar bis zu 72 Stunden auch dort nachweisbar waren, sehen wir hier. Ja. In einem weiteren Versuch dieser Studie hat man dann die Liposomen mit einem fluoreszierenden, also erleuchtenden Farbstoff befüllt, um zu messen, wie viel dieser Liposomen die tieferen Hautschichten tatsächlich erreichen. Auf dem Diagramm in der rechten Seite können wir an den roten Kurven also sehen, dass der fluoreszierende Farbstoff, der liposomal verkapselt wurde, in hoher Konzentration in den tieferen Hautschichten, nämlich der Dermis, nicht der Epidermis, angekommen ist, und im Vergleich die grüne Kurve, in welcher der Farbstoff einfach nur in einer Flüssigkeit gelöst war, nicht in der Lage war, die Dermis zu permeieren. Was nun aber, wenn ein Antioxidant wie Vitamin C liposomal verkapselt wird? Untersucht wurde in der Studie nun das antioxidative und antientzündliche Eigenschaften von liposomal verkapseltem Vitamin C. Ja. Die Hautzellen wurden jetzt entweder mit liposomal Vitamin C behandelt oder mit einer normalen, nicht liposomal Vitamin C Lösung. Dadurch hat man die Zellen dann für 2 Stunden mit UVA, UVB-Strahlen bestrahlt und anschließend die Schäden gemessen. Gemessen wurden hierbei die Trollox-Level, das heißt auch Vitamin E-Äquivalent kann man auch sagen, die TNF-Alpha-Konzentration, das ist so gesehen ein Botenstoff, ja auch für Entzündungen, und die Interleukine, das sind auch Botenstoffe, 1-Beta zum Beispiel, ja, der ebenfalls einen Entzündungsmediator darstellt. Trollox zum Beispiel, ein Vitamin E-Derivat, und wird als Referenz für die antioxidative Kapazität einer Probe genutzt. Wie wir hier in dem linken Balkendiagramm sehen können, zeigten die Zellen, die zuvor mit dem liposomalen Vitamin C-Lösung behandelt wurden, das größte Trollox-Level. Das bedeutet, diese Zellen haben nach der Bestrahlung mit UVA und UVB weniger Schäden erlitten als die anderen Zellen, da die Vitamine seine antioxidative Wirkung besser entfalten konnten. Und auch in den beiden Zytokinen Interleukin 1-Beta und der Tumor-Nekrose-Faktor-Alpha wurden bei vorherigen liposomalen Vitamin C-Behandlung signifikant weniger ausgeschüttet als bei der nicht liposomalen Variante. Ich meine, die Ergebnisse sprechen doch eindeutig für sich, oder? Aber Vitamin C ist natürlich nicht nur wichtig für seine antioxidative und antientzündliche Eigenschaften, es ist auch unverzichtlicher Bestandteil der Synthese von Kollagen. Und Kollagen ist der Stoff, der unsere Haut jung und straff aussehen lässt. Die liposomale Technologie ist aber nicht die einzige Errungenschaft in unserer Hautpflege, an der wir ein Jahr lang geforscht haben. Ein neuer Wirkstoffkomplex konnte zusätzlich zeigen, dass er die Vitamin D-Rezeptoren der Haut aktiviert und dadurch zu einer verbesserten Versorgung mit Feuchtigkeit beitragen kann. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen, dass die Leitfähigkeit und damit auch der Feuchtigkeitsanteil der Haut mit den Vitamin-D-Spiegeln steigt oder sinkt. Es zeigt sich sogar, dass durch die Zugabe von Vitamin D zu einer Feuchtigkeitslotion der Feuchtigkeitsgehalt der Proben über 3 Wochen signifikant verbessert wurde im Vergleich zu der Formulierung ohne Vitamin-D-Zusatz. Dies zeigt für mich persönlich ganz klar, dass die herkömmlichen Cremes und Pflegeprodukte eindeutig überholt und veraltet sind und durch neue Technologie, wie durch den Einsatz von liposomalen Wirkstoffen, aber auch durch die Aktivierung bereits vorhandener hauteigener Eigenschaften wie dem Vitamin-D-Rezeptor, die Hautpflege auf ein nächstes Level gehoben werden kann. Sehr gerne den Gutscheincode einmal nutzen, Pflege10, viel Spaß beim Testen. Ich sage euch das, liposomal verkapselte Wirkstoffe, das ist wirklich ein Gefühl, wenn es sofort in die Haut reingeht und ihr keinen Film mehr auf der Haut habt. Ganz, ganz spannend. Dankeschön für deine Aufmerksamkeit. Gerne testen auf purazell.de. Bis gleich.